Der Joker von 2019 bekommt eine Fortsetzung und wie es ausschaut, wahrscheinlich auch noch als Musical. Viele beschweren sich darüber gerade aus zwei Gründen. Erstens, dass es überhaupt eine Fortsetzung gibt und zweitens, dass es ein Musical werden soll. Ich aber sage, erstens, nur weil die Fortsetzung nicht unbedingt benötigt wird. Das Argument ist immer, der erste Teil der stünde ja so gut für sich allein und ja, das tut er. Aber wie gesagt, nur weil diese Fortsetzung nicht benötigt wird, heißt es doch nicht, dass die Fortsetzung dann schlecht werden muss. Und wer sagt eigentlich, dass ein Musical für den Joker nicht passend wäre? Wir wissen doch schon seit dem ersten Teil, dass der Joker bzw. Arthur Fleck sehr musik- und auch tanzbezogen ist. So gesehen ist also auch schon der erste Teil sehr musikorientiert und ja, fast schon ein Musikfilm. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Von daher könnte ich es mir für einen zweiten Teil sehr gut vorstellen, daraus ein Musical zu machen. Auch wenn ich mir auch, wie viele von euch wahrscheinlich, darunter mehr so Disney-Prinzessinnen vorstelle. Aber ich glaube, dieses Bild müssen wir auf jeden Fall loswerden, denn da kann schon was sehr, sehr Cooles bei rumkommen. Es ist einfach eine kreative Idee, die wahrscheinlich keiner hat kommen sehen. Ich kann mir darunter nicht wirklich viel vorstellen und genau deswegen finde ich es auch so spannend. Tatsache ist, es kann cool werden, es muss aber nicht cool sein. Wenn es cool wird, sind wir wahrscheinlich alle sehr dankbar, dass sie eine coole neue Idee hatten. Und wenn es nicht cool wird, dann so what? Trotzdem war es eine kreative Idee, die zeigt, dass das nicht einfach nur eine Fortsetzung der Fortsetzung willen ist. Natürlich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich spielt der Erfolg des ersten Teils und auch Geld eine sehr, sehr große Rolle. Aber halt nicht nur. Wenn sie das nicht als Musical machen würden, wäre wahrscheinlich die Gefahr, dass das eben nur eine Fortsetzung der Fortsetzung willen ist, sehr viel größer. Es ist also, finde ich, auf jeden Fall ein Versuch wert. Denn was soll schon schlimmstenfalls passieren? Wie wackelig muss denn meine Meinung über den ersten Teil sein, wenn ich mir die allein durch die Existenz einer Fortsetzung kaputt machen lasse?